Kann mir mal einer sagen, wie spät es ist? Ich hab grad so. Ach, und so. Aber müssten wir auch langsam mal Ballett machen, ne? Ja, ich habe jetzt auch angemacht. Willst du Sound, alles oder nur Alles. dein Mikro oder was? Alles. Alles. Dann musst du uns aber auch vorher fragen eigentlich, ne? Ich habe es ja angekündigt. Wenn du nicht Ach willst, mache ich so. aus. Nee, nee. Es passt schon. Ich wollte nur Entschuldigung. wissen, wie du das, weil man kann ja auch zum Beispiel nur Mikro streamen. Ja, das kann man einstellen, wie man möchte. So, gut. Einladung gehen raus. Also, wir werden heute Pressure Setup durchziehen. Und damit meine ich durchziehen, auch wenn wir die ganze Zeit kontinuierlich auf die Fresse kriegen. Das ist mir scheißegal, Leute. Wir müssen damit warm werden. Naja, ah, streamen ist nicht unter Videos, sondern unter Übersicht. Spiele, die sich innerhalb eines eigenen Gefechts befinden, können nicht eingeladen werden. Holy? Er wollte sein eigenes Clan Wars fahren. So. So. Wir haben Specky, haben wir auf Frontman Drag, Zyle auf Frontman Drag, das heißt, da ist die Energie weg. Woli, du müsstest den Hover nehmen, genau, mit Zusatzsystem. Ich habe die 5er Pork erstmal am Start. Auf Dauer wird es wahrscheinlich eine 4-fach Pork noch zur Verfügung. Jo, 19 Uhr. Auf geht's. Wir müssen jetzt einiges lernen, das ist für uns komplett neu. Platz 37. Das Wichtigste wird unser Positioning sein. Richtig, sehe ich ganz genauso. Gerade für die Mantrakes, gerade die Positionierung, um indirekt zu feuern und wirken zu können. Und da wird auch das Aim eine große Rolle spielen. Also da ist viel, was wir jetzt einfach an Erfahrung machen müssen. Und jetzt auch gerade für die beiden Hover, die dazu sind. Mein Holy kann immer noch viel pieken, das ist alles machbar. Das ist jetzt nicht neu. Aber wie wir uns zu euch halt positionieren und Will keiner mit uns spielen. ich habe jetzt auch gerade die, wenigstens die 5-fach-Pork habe ich jetzt mal auf Omnibox. Das heißt, wenn ich Teppiche lege, nehme ich den Nachladeperk. Dann wird richtig schön dicht gelegt. Und wenn die Gegner kommen, gehe ich quasi auf den Beschleunigungsperk und das ist dann richtig angenehm zu haben. Aber das wird sich auf Dauer auch noch ändern, weil ich noch die auf jeden Fall nochmal umbauen muss. So, Firebug. Firebug mit Skin und Schild. Dann haben wir eine Firebug. Und wir haben eine Firebug mit Aegis. Wir machen klassischer Fall für uns, neuer Fall für dich, Psylo. Wir machen Lagerfeuer. Wir bleiben hinten. Ich lege vor allem gerade jetzt am Anfang, werde ich die linke Seite am Anfang komplett zupocken und dann umswitchen später erst zu der rechten Seite, damit ich die nach rechts. Banane kommt einer. Der hat 2000 gefressen.
Aber die Fast. Einer raus. Bin blank. Und noch zwei aktiv, einer fällt. Ich block den hier bei mir. Komm. Das ist der letzte. Ah, ich muss erstmal ein bisschen warm werden. Ich mach zwar keine Punkte, aber das ist mir sowas von scheißegal. Alter, bäm, und der Melee ist geplatzt. Was? Auf Bananen. Einer an mir. Nice. Haben wir. Achso, Psylo, was ich dir vielleicht noch sagen sollte zu dieser Taktik. Gerade bei Full-Melee-Teams, das wichtigste Bild, auch wenn das wehtut, bin ich mit der Pork. Das heißt, ich stelle mich vorne hin und blocke. Bin genau. Da. Richtig, das heißt. Du setzt deinen Schuss, nimmst deinen Melee raus, so gut du kannst halt. Und im Zweifelsfalle, immer im Zweifel, ob du überlebst oder der Melee an dich rankommt, blockst du den Melee. Immer. Solange die Pork lebt, ist alles safe gegen Melees. Ja, nice. Nice, nice, nice. So, wir haben eine Flut. Wir haben eine Doppelheus mit Schild. Wir haben eine Score. Und wir haben Ab. Das ist jetzt euer Job von euch dreien. Die Arbeit, das ist dein Job. Wenn sie rankommt. Die müssen ja kommen. Kirsche einer, Allee einer cloaked. An der Kirsche gleich ein zweiter. Aus die Ketten zu viel. Schießt ins Cap, indirekt. Da ist einer raus. 3000 hat er bekommen. Flut hat 500 bekommen. Scorp hat schon eine verloren. Bei mir kommt jetzt die Arbiter. Hier ist es raus. Ist auf Spektron. Arbiter hat bekommen. Blank. Blank. Ah, ja, bitte.
Die hat mich extrem schnell blank gemacht. Kurz die Waffen aufgeheizt. Schon waren sie ab. Ja, perfekt. Trotzdem, die anderen drei sind sich unschlüssig, ob sie das mitgehen wollen. Nee, die wollen es nicht machen. Die wollen das nicht spielen. Ah, geil. Geil. I love it. I love it. Oh, hab ich einen Penis, Alter. Geil. Das tun wir uns nicht an. Aber es ist halt schon geil, du kommst um die Ecke und schießt der Scorp einfach instant eine Waffe ab. Das ist schon mies, ja. Sehr gut, so muss das sein. Cricket. Dann haben wir eine Breaker. Mit einem Grabaster. Noch eine Mace? Was? Passt auf, unterschätzt die scheiß Dinger nicht. Ja, definitiv nicht. Holy. Die Cricket, ja. Bitte. Jo. Ihr fangt schon mal an, direkt, indirekt zu wirken. Ja, ja. Ich mach den Tunnel dicht. Wir machen so eine Art Lagerfeuer. Ich mach den Tunnel dicht, hol die links oben auf die Position. Du machst mal bitte die Cricket fertig. Kommt schon was? Cricket ist rechts unten, die macht mir Probleme. Hier oben kommt noch das andere Fahrzeug. So, ich komme jetzt zu dir runter, Sunny. Also ich das bin Mörs wieder oben. Was ist das? Cricket, oder? Ja, Cricket nur noch. Ich gehe rein. Kriegt 500, 600. Ist, glaube ich, blank, ja. Sehr nice. Alter, das ist so geil mit dem One-Shot. Jetzt kommt noch der eine, kam hoch, hat eine gefressen von euch. Ich habe die zweimal hinten reingeballert, 800 Schaden gemacht. War schon am Brennen. Gleiches Prinzip wieder, bitte. Olli, du musst die Cricket unbedingt in Schach halten. Die macht mich sonst. Gib bitte einen Call, wenn die zu sehr auf dich fokussiert ist, nochmal. Ja. Eine Schotte schon mal zertast. Einer kommt durch den Tunnel durch. Ich komme zu hören, hinter zu euch. An mir dran. Auf mir ist noch einer. Ja, bin dabei. Cricket kommt hoch. Ich drück die Cricket zur Ablenkung. Ich Cricket hat runter. Bekommen.
geht. Das war geil. Hat mich als größte Gefahr gesehen, dreht sich zur Seite, kommt die Borg an und schiebt dem erstmal die Fässer in den Arsch. Sehr schön. Meine Frau ist gerade nach Hause gekommen. Ich weiß, es ist doof. Alles gut. Machen wir kurz. Können wir mal kurz Raucherpause, 3 Minuten. Aber trotzdem, hier, geil, Mama, geil. So hab ich mir das vorgestellt. Alter, da kommt so ein Damage um die Ecke.
Weiter geht's. Holy. Todi da. Alle da, ja. Naja, aber auch im Discord ist gerade. Sind alle da, aber ich spreche nur für mich. Okay. Sehr schön. Oh, es fühlt sich so gut an, wieder in den Park zu fliegen. Es fühlt sich so gut an. Einfach dieses. Oh, ein Vierer Mili-Team. Schön. Ja, ich kann in solchen Games nur einen Schuss abgeben. Das ist überhaupt nicht schlimm. Hauptsache, wir machen Waren. Wenn der Schuss sitzt, dann ist super. Das ist so geil, wie die auseinanderfliegen. Puff, aber einen guten Dog kriegst du nicht mit einem Doppelschuss. Einen Hover kriegst du immer mit einem Doppelschuss. Also manchmal sogar mit einem. Naja, es wird auf jeden Fall noch interessant. Richtig. Na gut. Ja, mit den Hover. Aber das wird tricky gegen Hover-Teams. Das ist nämlich vollkommen eigentlich nicht mehr mein Job. Also bei den Hovern werde ich mithelfen können, aber maximal eigentlich als Ablenkung, wenn man es genau nimmt. Ich habe zwar riesen Damage, aber ich werde in der Regel nicht rankommen. Ja, aber wenn wir die schon teilweise erwischen und die verkrüppelt da rumliegen, sprich schleifen, kommst du ja auch ran. Dann habe ich auch eine gewisse Chance, klar. Aber das Ding ist, in der Regel ist es wirklich so, die Rolle dieses Hovers ist nicht dafür konzipiert. Der wird auf Dauer, werde ich den noch umbauen. Ich weiß, ich habe das vorhin schon erwähnt. Warum erzähle ich euch das? Der wird auf Dauer, wird er zwar um 5% träger werden, aber der wird dann noch mal mehr Life haben. Der hat jetzt schon 200 mehr Life als der Harpy. Der hat jetzt schon, ich glaube, fast 30 Fässer mehr als der Harpy. Braucht er auch. Ja, und er ist aktuell, finde ich sogar, ehrlich gesagt, durch den Perk, den ich dann reinhaue, wenn es dann wirklich in Nahkampf geht, dann gehe ich nämlich auf den Leistungsperk und nicht mehr auf den Nachlade, ist der agiler als die Harpy. Also ich wäre immer noch für Capcans. Ja. Ungläubige. Als Mandrake kannst du die Capcan eh nicht nutzen. Du bist nicht mobil genug. Siehst mal so. Der Vorteil ist an Mandrakes. Achso, jetzt können wir alles warten. Okay. Der Vorteil ist an Mandrakes. Die können euch nicht ignorieren. Der Vorteil ist an meinem Bild, die können mich nicht ignorieren. Das heißt, die müssen uns alle gleichzeitig angreifen. Die haben gar keine andere Wahl. Mich dürfen sie auch. Geil. Mich dürfen sie auch nicht ignorieren. Weil ich die Hinten drin habe. Feuerback? Das stimmt. Und Hybrid. Lagerfeuer. Herrlich. Die kotzen doch jetzt schon. Das will ich hoffen. Ich muss die fünfte Pock fusen. Sandy, wir müssen Punkte machen. Alles gut, ihr habt zu tun, glaubt mir. Die werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit alle oben lang. Wenn sie kommt. Schießt mal ins Cap, bitte. Ich werde jetzt mal ein bisschen noch weiter vorgehen. Jo. Links oben einer.
Kommt rein, Vorsicht. Wenn man links oben kommen zwei. Könnte einer zu mir kommen gerade? Ne. Ich stehe jetzt hier vorne schon. Links gelockt. Könnten aber Richtung Cap. Vor mir! Einer an mir dran. Ein kleiner Hinweis, man kann nicht durch die Höhle schießen mit der Mandrake. Wieso? Ich konnte gerade so durchschießen. Da standst du hinter der Höhle. Und auch drinne. Also davor, dahinter, davor stand ich gerade. Einer ist Tim. Vorsicht, Tori. Lass die Mantrax erstmal in Ruhe wirken. Rechts außen einer von Timbel angefangen. Banane Cloak. Hier vor mir. Tunnel versuchen Sie es. Vor mir. Von hinten. An mir dran. Und der letzte. Sorry, Sunny, der ist um mich herum gefahren. Ich wollte ihn eigentlich voll engagen. Du musst aufpassen, Holy, gerade du bist unser wichtigster Mann. Wenn du raus bist, sind die Artis blind. Nur so allgemein gesagt, ja, also du bist eigentlich nicht der Typ, der vorne baiten soll. Ich bin so agil, ist es schwer, mich zu catchen. Also klar, ich weiß, gewisser Grad soll ich nicht zu weit vorne sein, das ist definitiv. Lass die Artis erstmal schön rumballern. Ich kann den aber im Cap beschießen. Jo.
Vorsicht, einer klingt laut links. Geh wieder ab. Silo, komm mal bitte links mit hoch. Die haben gleich einen Punkt. Deswegen. Ja, einer kommt von oben jetzt. Einer ist durch den Tunnel. Den Banane habe ich erwischt für 2000. Den in der Banane nochmal erwischt. Links außen Cloak. Auf mir. Kann er. Kriegt. Von rechts. Ups, war. Der andere kommt zu mir. Nice. Wup, wup. Okay, die stellen sich taktisch an, ja. Ja, aber auf Dauer werden die halt gemacht. Du kannst deinen Teppich ausbreiten, wir machen Random Shots. So, jetzt ist es interessant. Wir haben eine Scorp, wir haben eine Punisher mit Schild. Wir haben eine Frontman Drake. Und wir haben eine Firebug. Ich gehe davon aus, die Frontman Drake, die Gegner wird sofort die Rampe zuschießen. Na, ich bleib hinter der Rampe. Punisher 2000. Ich muss nach links. Ich sehe die Mandrake hinten links. Scorpion hat bekommen. Punisher macht mich blank. Ja, drücke. Punisher brennt. Ah. Mandrake hat mich erwischt. Punisher brennt immer noch, ich bin blank. Ich hab eine Waffe. Video auf mir. Das ist durch eigentlich. Ja, das ich versuch's mal aber. Ja, ohne Radar ist vorbei. Ja, wenn ich nicht wirke, dann seid ihr auch irgendwie... Nee, die Mandrakes müssen wirken. Dann ziehe ich mich komplett zurück. Ja. Einer, der links hat bekommen. Waffe.
die auf der Rampe haben bekommen? Der Captic liegt hier nur. Mitte links außen, Vorsicht. Spock in deine Richtung. Mili leicht erwischt. Mandrake hat bekommen. Bin normale Mandrake. Scorpion hat bekommen. Scorpion wird rechts aggressiver. Scorpion getarnt, hier vor mir. Irgendwas zu unten. Mandrake kriegt. Ah ja, Dog auf mir. Nicht auf den Fireball, nur den Hover bitte. Manrick ist jetzt bei uns im Cap. Ich bin Türmchen. Scorp raus. Er guckt in meine. Sehr schön. Der kriegt. Ich bin leer. Ich hab noch eine Mandrake. Kriegt. Ist blank. Blank. Sehr schön. Könnt ihr jetzt weiter mit den Mandrakes weiter hinten stehen? Ist das, wäre das eine Maßnahme? Mehr Entdeckung direkt über die Steine fahren? Ich muss direkt an der Kante stehen. Okay. Mandrake 1000. Panisch hat bekommen. Kann einer zu mir kommen? Bin auf dem Weg. Mandrake 2000. Million Cloak, Rampe. Hat bekommen. Ich muss zu Mili. Mili Mitte Cloak. Punch hat oben bekommen. Punisher 1500. Mandrake schaut links rein. Punisher hat nochmal bekommen. Irgendwas ist unten jetzt. Wir sind auf der Kante. Nee, auf der Kante. Sorry, war der Mili. Der war okay, gut, alles gut. Cloak Mitte Mili gewesen. Hat nur angetan.
Punishout bekommen? Krippelt, Punisher krippelt. Ja. Mili ist jetzt unten. Mili korrekt. Uli, rechts halten. Mandrake hat 3000 gefressen, brennt. In Blabber blank. Mili raus. Punisher raus. Mandrake ist auch raus. Oh, der war schlecht. Ja, wir haben ganz. Trotzdem schön geholt. Was war denn der Blinz eigentlich für ein. Oder Blitz? Oder das war die Scorp. Blinz. Die Scorp war das. Okay, die hat gefehlt. Punisher hat krank gemacht. War richtig. Das sind auch gute Leute gewesen. Firebug-Skinner Aegis, ein Hybrid. Firebug-Skinner Aegis. Und Firebug-Skinner Aegis. Dreimal und dazu ein Hybrid. Die haben heute mal ihre zu Hause gelassen. Ich stehe ganz allein hinten rechts. Ich sogar da hingehen. Ja, würde ich auch sagen. Nach hinten rechts. Und ihr könnt. Decke auf. Hat bekommen der erste Melee. Einer kommt von hinten. Go. Kommt rein. Wegen geskinnert, Mili an mir. Bin raus. Bist alleine, Holy? Einer hat noch Lanzen, der Labrador, der ist noch recht fit. Da vor dir der große Stein, da kannst du auch drauf, ne? Glück links. Macht auch nur alle weg. Sehr nice. Gut gemacht. Wir überlegen, ob ich da auch irgendwie hochkomme. Aber nee, wir haben die bessere Seite, alles cool. Jetzt auch wieder Lagerfeuer. Kommt von meiner Seite.
An mir dran. An mir ist einer So, die hat mich. Oh, okay. Wup, wup. Platz 25. Ja, das ist halt Win, ne? Die richtig harten Brocken kommen erst alle noch. Da haben wir sie doch. Frontmantrack. Ein Full Lancer. Eine Typhoon. Und eine Cricket. Sehr nice. Sie müssen kommen. Oder die denkt dran, die haben Auto. Das hab ich gerade gespürt. Der Hybrid unten hat bekommen unter der Brücke. Irgendwas getroffen für 1000? Oh, 1500. Der Hybrid 400 unter der Brücke. Nochmal der Hybrid unter der Brücke. Die wollen uns baiten, seid vorsichtig. Der Hybrid haut ab. Noch normale Mandrake. Holy, mal bitte rechts runter. Ja, Fußbett, wir brauchen die Positionierung von der Gegner. Ich habe nur noch 200 live. Hier ist was. Unten ist jetzt die Mandrake. Verrenne. Halt dich bitte zurück. Nur hier am Stein halten, bitte. Es geht bloß darum, dass wir Radarreichweite haben. Einer hat für 1000 bekommen. Hybrid geht links durch, ich komme. Ich bin down, der Hybrid ist bei mir.
Cricket weg. Schon noch aktiv. Frontman Drake hat mich gemacht, hat aber gut kaschiert. Frontman Drake blank. Okay. Holy, wichtig, wir brauchen die Radarreichweite. Das ist eigentlich dein Job, du musst gar nicht so sehr den Schaden austeilen. Das sollen die beiden Mandrakes übernehmen auf die Long Range. Versuche ich mich am besten. Ja, probier es einfach mal. Ja, die werden jetzt ganz hinten stehen und nichts tun. Ja. So weit komme ich nicht. Geht zum Brückenkopf. Und Median Cloak. Kriege 300. Und wo schießt die Mantrak? Ganz hinten durch. Links von der Straße. Die ist wichtig, die müsst ihr unter Druck setzen. Da komme ich nicht ran. So, für Ablenkung. Ich hab nur noch halbes Leben. Einer für 600. Die rücken oben Highway vor. Habe eine Waffe verloren, Cricket hat 2000 gefressen. Lenz auf Mili, der Brücke. Kommt über Brücke, kommt zu mir. Bin raus. Demnächst 2000. Mili ist fast short, hat keinen Spark mehr. Ich bin leer. Scheiß auf die Mili.
Typhoon liegt nur, also geh aus deren Range. Schade. Alles cool. Der Knackpunkt bei der Sache ist, wir müssen definitiv die Positionierung der Mantrake herausfinden und als erstes die Mantrake rausnehmen. Weil im Prinzip hat uns jetzt eigentlich die Mantrake gemacht, wenn ich das richtig sehe, oder? Der Hybrid hat mich zweimal rausgenommen. Ja, dann irgendwann. Aber im Prinzip war es die Mantrake, die ganze Zeit gewirkt hat und hintereinander weggemacht hat. Die hat aber auch lange Reichweite und ich hatte zwar auch lange Reichweite, aber Spectron hat. Kannst du auf lange Reichweite schießen? Ja, mittel. Also bei der Brücke, wenn ich bei uns auf dem Berg stehe, kann ich genau auf den anderen Berg schießen, aber weiter nicht. Also klar. Ja, hast du schon mal normale Mandrake gespielt? Okay. Und an die Reichweite kommst du nicht ran, wenn du dein Bild um 90 Grad drehst oder so? Nee. Okay. So, Firebug. Dann haben wir eine Firebug. Dann haben wir einen Drohne. Das ist doch schön. Und eine Firebug. Der Drohne ist für mich persönlich die größte Gefahr. Mittig. Da kommt schon was. Dead bekommen. Rechts außen, Drohne. Der Mili an mir. Nur noch der Baholi ist wichtig. Dann haben wir's. Oh, da hat einer 2000 schon bekommen. Sunny links neben dir. Daniel, dann haben wir's. Sehr schön. Alter, diese Dick-Milis kotzen sowas von. Ja, definitiv, ist halt Overkill. Das ist schon zwei Mantraks sind für Milis Overkill, aber dazu noch die Pork. So, wir haben eine Cricket. Dann haben wir eine Triple Pro. Eine Typhoon. Und eine Scorp. Also Cricket, Scorp, Typhoon und eine Triple Pro.
2000 hat einer bekommen. Ich muss woanders hin. Das ist gut. Hawk auf mir. Komme. Sorry, Speck, ich wusste. Ich bin der. Hab nur noch eine. Bin raus. Schade. Hat so gut angefangen. Direkt am Anfang hat einer 2000 bekommen. Rechts außen einer vor Platz 3. Korb ist offen hier rechts. Fork ist offen hier. Ich bin leer. Fork hat stark bekommen. Rechts außen, deine Kirche ist sehr gefährlich. Cricket macht mich. Cricket hat bekommen. Ich drück hier die Scope von mir her. Bei mir ist die Pork. Bin raus. Wir müssen an der Position hier. Wir müssen da raus. Wir müssen aus der Ecke raus. Aber generell, die Karte plus gegen Pork, vergiss es. Das ist unsere. Gegen Pork. Die Pork ist nicht das größte Problem, glaub mir. Die Pork pusht durch. Die drücken uns dann, wenn die Pork dran ist und einfach nur Fässer hinterschmeißt, sind unsere Mandrakes am Arsch. Nee. Dafür hast du zu wenig Pork gespielt, glaub mir, die Pork ist nicht das größte Problem, ganz im Gegenteil. Die Pork ist fast One-Shot. Die Pork ist fast One-Shot. Ja, aber die Pork schleicht sich ja an. Ich habe ja auch die ganze Zeit Verifier gezündet, die schleicht sich trotzdem an. Und die hat Echo drauf, wohlgemerkt. Ja, aber der Prater ist jetzt gegen Kopf machen, aber glaub mir, die Pork ist nicht das größte Problem. Der Karte, das, da sehe ich es halt. Ich würde sagen, wir machen mal kurz 3 Minuten Pause, ist okay? Und da geht's klar dabei.
Okay, ich bin wieder da. Okay. Also nochmal zu dem Thema zwecks Pork. Ich will da jetzt nicht drauf rumreden. Aber mir geht es darum, das Problem war jetzt, die Pork hat unsere Mantrake rausgenommen, aus dem einfachen Grund, weil die Mantrake ins Kreuzfeuer komplett geraten ist. Das lag jetzt nicht an der Positionierung vom Pseudo, sondern ich glaube, das ist auch kein Vorwurf oder keine Kritik. Ich glaube, das lag an der Position vom Spectrum. Weil die Middle Lane in der Stadtmap war nicht gedeckt. So, und das Problem war, rechts außen hat aber ein Score-Power durch die Kirche gedrückt. So, Zylo hat rechts außen die Flanke gedeckt in der Kirche. So, der hatte damit zu tun. Da hätte aber einer die Mittellane quasi abdecken müssen, damit die Pork da halt eben One-Shot rausgeht. Oder zumindest immer wieder Schaden frisst von der Assembler. Also, das ist das, was ich meinte, wir brauchen dann noch Erfahrung mit der Positionierung. Das fehlt noch ein bisschen. So, ist Becky, bist du da? Ja. Dann nochmal alle bereit, bitte. Psylo? Eine Sache noch, Psylo, die mir aufgefallen ist. Du hast die Scope versucht, aus der Glock rauszuschießen. Mhm. Vielleicht nacheinander die Schüsse setzen. Also eine linke Mantrake, dann die rechte. Firebug, Hybrid. Ja, da war ich mir recht sicher, dass ich ihn da treffen werde. Da habe ich ausnahmsweise mal den Doppelschuss genommen. Und Firebug. Wir haben drei Firebugs, ein Hybrid. Ja, die können wir kommen lassen. Richtig. Können ja auch ins Cap ballern. Einer hat schon bekommen. Steck rechts ab. Einer kommt zu mir. Und einer auf mir. Und der letzte. Sehr schön. Ich finde das so geil, wenn die schon Damage kriegen, wenn sie hinten im Cap spawnen. Hm, 600. Einer kommt von hinten. Patrick. Ja. Einer an mir dran. Letzte. Das war mal schnell. Oh, Entschuldigung. Ich find's nur schön, dass Nordbim schön in den Arsch gefickt wurde. Sehr nice. So, Triple Po. Eine Score.
eine Typhoon. Und eine Typhoon. Also wir haben zwei Typhoons, einen Scorp und eine Por. Die müssen kommen. Ich werde mich Brücke positionieren. Pass auf, du bist unser Radar, ja? Du musst gar keinen Fernkampf führen, Sarah, steht gleich. Aber es geht einfach nur darum, dass die optimale Reichweite da ist. Kann mich ja komplett in die Ecke stellen. Genau. Aber so seht ihr dann wenigstens alles. Wir können dann auch richtig schießen. Treffer 800. Die kommen. Kommen lang. Mikrot bekommen unten. Flicklat bekommen. Gerbers kommt hoch, rechts. Hab noch eine. Bin blank. Wie gerade nochmal bekommen? Flickle Standgeschütz. Nee. Mach ich aber. Miko hat mich rausgenommen. Ich drück Mikro. Ist das Kacke ohne Radar, ey. Auf der Brücke. Ich drück nicht weiter. Wir sind im Vorteil. Kein Stress, er muss kommen. Na, Spektron, stell dich noch ein bisschen vor mich, bitte. Ja, ich will nur da dein Schutz sein. Du bist links runtergetroppt. Links Richtung Short. Geht über Short hoch. Geht jetzt über Short hoch. Ist jetzt über Short oben, Ende Brücke. Welcher Short? Gegner Short, unser Ende Short? Brücke, ja, Gegner, Short. Gegner. Auf der Brücke. Bin raus. Mimiko ist auf der Brücke. Hat noch eine. Brücke. Hat noch beide. Ich glaube, das war's für ihn. Der krepelt jetzt extrem. Warte, aber er hat Scored. Scored erst hin. Er war jetzt hinten links zwischen den beiden Hügeln. War. Auf dem Berg. Linker Berg. Wo liegt denn der andere rum? Vielleicht kann ich den finishen. Warte, lass mich das machen. Nico hat noch zwei Scores. Ah, ist die Pork. Pork kann ich raus. Pork ist raus. Dann geht zurück nach Pseilo. Alles gut. Ja, ich bleib hier in der Nähe. Ich bin auf dem Hügel, um zu gucken. Kommt die über Brücke? Mitte Brücke? Ja, kommt jetzt über Brücke. Glaubt. Kommt drüber. Bäm. Sehr schön. Ja, ich habe irgendwie drei Doppelteifunschüsse gefressen und dann kam irgendwie ein Mikro von hinten angeschlichen. Alter, ohne Radar können wir gar nicht arbeiten. Hm, ich weiß. ...2000 getroffen.
3000. Harditsch kommt Short hoch. Sehr schön. Harditsch ist raus. Rush ist komplett raus. Über Long. Zieh mich jetzt weiter zurück. Mikko getroffen. Mikko raus. Dickel hat sich gesprengt. Gerbers kommt Short hoch. Ich drücke, geh runter. Boom. Geil. Nice. Komplette Penetration. Ah, der 27 Punkte. Oh, grad geil. Er kommt einfach Short hoch. So. Einmal schön zwischen die Arschbacken rein und. Ah. Was hast du eigentlich mit der Arschpenetration, Alter? Vielleicht bin ich ein Arschfetisch. Okay. Vielleicht hat deswegen meine Freundin so einen geilen großen Arsch. Das erklärt einiges. General Anal. General Anal. Oh Mann. Okay. So, wir haben eine Frontman-Drag. Wir haben einen Lancer. Wir haben eine Typhoon. Cricket. Und wir haben eine Cricket. Hat man doch eben auch auf der Map, ne? Spaß. Ihr müsst die Frontman-Drag, die müsst ihr unter Kontrolle kriegen. Ich werde mich mal diesmal Brücke vorne positionieren, aber ich kann nicht versprechen, dass ich da nicht getroffen würde. Gerade wegen der anderen Mandrake. Specky, die kann genau dahin schießen. Ja, aber ich muss auch irgendwie schießen. Nee, ich sag's dir bloß. Okay, das ist schlechte Idee. Ich komm durchs Wasser. Ich glaube, die Mantrack ist Ende Autobahn. Lancer schon, glaube 400, nee, 600. Olli, wir haben keine. Ich hab was getroffen, 500. Ich hab nochmal was getroffen, 300. Cricket auf Brücke, ist runtergetroppt. Nochmal was getroffen. Ich glaube, der Lancer kommt über Long. Mhm. Ist angefahren auf jeden Fall. Dreht wieder ab. Ist direkt vor mir, weiter weg. Fährt zurück, Richtung Short. Die Mandrake ist nicht mehr super aktiv. Ich habe dreimal was getroffen.
2000 unter der Brücke getroffen. Schießt die Gegner Mantrak noch? Ja. Schießt noch, aber nicht mehr präzise. Da würde ich mich nicht drauf verlassen. Das ist reine Positionierungssache. Rein wie man ruhig halten kann bei einer Mantrak-Hover. Also Lance hat auf jeden Fall keine Lanzen mehr. Nochmal was getroffen im Fluss. Mantrak hat mindestens eine noch. Cricket hat was auf Brick runtergetroppt. Der hat bekommen nochmal 1000, 2000. Der liegt unten, unter der Brücke, der liegt da. Der liegt unter der Brücke. Nee, der Hover ist noch aktiv. Lancer hat noch Lanzen. Drei Stück. Nochmal was für 1000 getroffen. Wir müssen jetzt einen rausnehmen. Was ist mit dem unter der Brücke? Ich will jetzt mal runtergehen. Pass auf, da unten war der Messer. Oh, bei mir oben, bei mir oben! Er springt zum Wasser. Hingestehen. Kommt hinten lang. 10 Sekunden. Ist durch. Ja, 2 Kills können wir nicht mehr machen. Die haben sie so auf die Fresse bekommen. Was getroffen? Nochmal ein für 1000. Cricket Ende Wasser. Nochmal was für 3000 getroffen. Der müsste raus sein. Quantum. 3000 auf den. War das die Mantrak? Ne, das ist der Lancer. Dann ist der Lancer raus. Der hat 3000 bekommen.
Nochmal getroffen. Ein Drake kann wieder schießen. Eine Minute 30. Lancer kommt über den. Jetzt zurück und überleben. Ich muss den Lancer nochmal. Lancer raus, okay, zurück. Frontman-Track, Ende Brücke jetzt. Hier kommt Short was hoch. Ich bin gleich raus. Ich brauche nicht mehr viel. Die machen mich jetzt. Ja, die hauen jetzt ab. Ist durch. Schade. Naja, soll sich sein GG in den Arsch stecken. Der Tetris ist ein sauguter Spieler, aber er ist menschlich ist er das größte Arschloch werden. Alles gut, mein Gott. Wie gesagt, wir brauchen Übung. Alles cool. Aber passt du. Firebug mit Schild und Skinner. Die kriegen sie heute auch auf die Fresse. Zur Abwechslung Firebug mit Schild und Skinner und ein Hybrid. Also drei Firebugs mit Schild Skinner und ein Hybrid. Bessere Seite haben wir gerade. Ich stehe wieder hinten. Ja. Soll ich da hoch? Ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Springen. Ich denke mal, vielleicht sogar rückwärts, vorwärts. Ja. Nee, geh du lieber hoch. Da kommt was von rechts. Aufgedeckt. Zweiter hat mich gescannert. Okay, bin wieder frei. Ignoriert den Labrador, den habe ich gewetscht. Und der hat auch kein Meer mehr. Bin raus. Haben wir. Ist da nichts. Snotbomb kriegt es heute aber auch nur auf die Fresse. So, bessere Seite, sehr schön. Sprengen sich! Ja! Auf der Höhe! Nice! Nice, Männer, nice. Ich will jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber Pressure Setup ist geil, oder? Wir machen gute Punkte. Der Schaden ist einfach insane.
Snowbim hat nicht genug Punkte. Was, wer hatte keine Punkte? Snowbim hat nur 25. Alter, wir sind 560 Punkte, Junge. Ja. Ich mache mit der Stemme zwar keinen Schaden richtig, aber bin halt ja auch eher zum Supporter. Eine Frontman Drake, eine Port, eine Score und eine Cricket. Hier müsst ihr viel hinter Deckung und mit indirektem Feuer arbeiten. Nope. Hinter dem Ding kann man nicht stehen. Da trifft an die Cricket. Ich gehe noch mal ein Stückchen weiter vor. Links außen 2. Geh gleich hier weg. Mandrake 2000. Einer drückt mittig. Ist die Mandrake? Hat nur noch einen. Ist blank. Mandrake blank. Ist raus. Fork auf mir im Cap. Komme. Ich hab nur noch einen Mandrake. Fork raus. Scorpion hängt. Scorpion blank. Cricket links außen. Cricket ist raus. Nein. Rechts außen Scorp und Pork. Drei aber rechts außen. Links außen sieht aus, könnte die Mantrax sein. Bin nicht. Nee, links außen ist Cricket. Rechts außen Clock. Scheiß, ich bin in Mandrake. Mandrake hat mich halb auseinandergenommen. Mandrake 500. Ich glaube, das tut es raus. 2000 hinten auf Mandrake. Vorgetan rechts. Fork schon mal 500. Hilfe.
Mord raus. Cricket. Nice, Pain besiegt. Geil, geil, geil. Das gab bestimmt Punkte. Ich weiß nicht, gehört auf dem Sack, können wir eine rauchen? Ja. 570 Punkte, ey. Wir kommen auf dem 24. Platz so theoretisch nicht weiter runter, oder? Okay, bis gleich. Es wird wieder schwieriger, einen Punkt darin zu kommen. Das sind drei Clans, die auf 599 Punkten festhängen. Hm. Einer war aufgelöst, ne? Ne, wo war der? Hier, Platz 18 aufgelöst. Lol. Lol, was zum Fick? Ja, das passiert alle paar Wochen mal, dass die da ihre Clans wechseln. Aber das Fake so effektiv da oben fährt, das finde ich halt auch krass. Fake? Ja, das ist mir so ein bisschen... Sie können es halt. Ja, aber jetzt mal ehrlich, auch mal dich, Spectrum, gesprochen. Du weißt, wie Fake fährt. Ja. Und Fake ist nicht so... Also, die spielen gut Melees. Keine Frage. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, so, das sind die krassesten Midi-Spiele überhaupt. Da gibt's mal 700 ist gut, dann haben die heute echt einen Lauf. Ich frage mich echt, wie die sich da oben halten können. Ich meine, wir waren jetzt das krasse Konter, ne? Mit Mandrakes und einem Fünfer-Pork, da machen die auch nichts mehr. Stimmt. Oh, ich bin mal kurz auf Klo. Ach, wir sind gerade sogar über Pain. Aber die fahren auch manchmal mit drei Gruppen. So, wieder da. Entschuldigung, ist für mich ein bisschen nervenaufreibend, da so als Minispiel. Jetzt immer wieder. Ist doch wahr. Weiß. Oh, die Pork meiner Träume. Es kann nur eins sein, dass die legendäre Kabine noch geiler wird auf Pork. Das wisst schon. Muss ich mal gucken. Obwohl ich echt zugeben muss, der Leistungsbuff von der Omnibox ist gerade im Nahkampf Gold wert.
So. Specky ist da, das weiß ich. Holy, bist du da? Nope. Bei Holys Waffensystem bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, ob wir das vielleicht irgendwie noch optimieren können. Das weiß ich nicht. Flut ist zwar eine geile Sache, aber... Locust. Naja, Anti-Melee-Komponente ist es eigentlich, ich weiß nicht, meinst du, dass das gegen Hammer besser wäre als die Assembler? Ab und zu fehlt uns der Druck irgendwie so auf Long Range, fand ich. Coke hat sich auf den 47. Platz gebombt. Ja, da waren wir aber auch nicht ganz unbeteiligt. Gerade Coke. Aber ich freue mich, dass er jetzt richtig durchstarten kann. Weißt du, wo ich mich am meisten drüber freue? Ich freue mich drüber, dass mein Team endlich mal das hat erzählt, was ich mir schon vor einem Monat oder so oder anderthalb Monaten im Kopf hatte. Das hat auch Coins gekostet. Ich weiß. Ich habe nichts investiert. Wo ist die PaySafe-Card? Hey, warte mal, stopp. Ich komme hier mit vier confused Porks. Ja, also du brauchst hier nicht mit dem Finger auf mich. Wo ist das Koks und wo sind die Nutten? Koks und Nutten gibt's hier vielleicht. Ich fühle mich verarscht, ich will Koks und Nutten. Ich will nur die Nutten. Also, wir haben eine Firebug. Wir haben eine Firebug. Und zur Abwechslung haben wir eine Feier. Sehr geil. Wir haben einfach mal ein Lagerfeuer. Wie sie alle noch die Beile oben haben, haben sie die Patchnotes nicht gelesen, oder was? Da müssen wir später nochmal morgen oder so mal drüber reden. Die bleiben hinten. Alles klar. Spock weiter und ihr macht. So, jetzt sind alle drauf. Ganz ehrlich? Macht nee, kein Nein, hol die zurück. Einer fehlt. Sobald der Verifier an ist oder was sieht, fliege ich sofort zurück. Schaffst du das denn bis zu uns? Natürlich. So, jetzt zieh ich mich schon. Einer fehlt. Wieder da. Oh, einmal getroffen. Den rechts außen an der Ruine müsstet ihr eigentlich gut treffen können, oder? Sind dabei. Der steht zu leicht unter dem Gebäude. Oli, rechts außen durch die Kirche, bitte. Rechts außen ist das zu lange für Anfahrtsweg, das ist scheiße. Okay. Ich werde hier aber nochmal dasselbe machen, ich werde nochmal versuchen anzukappen. Nochmal getroffen. Alter, was machen die da hinten? Die lassen sich einfach zusammenballern. Okay, rechts, Knopf. Zurück.
sind wieder hinten, Holly. Okay, ich stelle mich wieder ins Cap. Okay, einer versucht mich zu umfahren. Ne, hat nur... Nochmal getroffen. So, jetzt Cloak. Jetzt kommt. Vorsichtig, rück wieder zurück, Lagerfeuer. Ja. Vor mir. Einer durch. Rechte Seite. Bin blank. Einer in der Hand. Block den. Ich block den. Bin raus. Das Ding. Ich hätte nicht mit vorgehen dürfen, das war ein Fehler. Nächstes Mal, wenn wieder sowas, bitte eine Schneise lassen, dass wir zurückfliegen können. Ja. Oh, nur ein kleiner Schlitz ist. Sollen wir hier rum? Oder sollen wir zusammen cappen? Sonny, ich komme jetzt durch. Okay. Bei einem ist was geplatzt. Einer durch. Wir haben einen Punkt. Bin raus. Ich bin auch raus. Ach Mensch, nee, das hätten wir in Ruhe ausspielen sollen. Holy mit Ankappen. Ihr mit indirektem Feuer wäre besser gewesen. Wie in der ersten Runde, das Problem in der ersten Runde. Man trifft aber nichts irgendwie. Da kommt ja, nichts. Ja. Da kannst du mit dem Mandrake schießen, wie du willst, dann tust du wirklich dann nur Munition verballern. Triffst halt nur die Häuser. Also ich hatte ein paar Treffer, aber da kommt nichts bei rum, überhaupt nicht. Und man sieht auch nicht, wo man hinschießt, man sieht gar nichts. Da muss man schon ein Stück vor, dass man auch wirklich sehen kann, wo man hinschießt. Bait oder halt einen Druck aufbauen. Wir müssen halt schauen, dass wir vielleicht dann irgendwie... Nee, schlecht Druck aufbauen. Wir haben zwei langsame Builds, die schlecht zu manövrieren sind. Wie willst du damit Druck aufbauen? Das geht nicht. Den Druck aufbauen, um ein Rückzugsgefecht zu machen. Mit zwei langsamen Builds. Ja, wir ziehen sie ja dann hinter zu uns. Aber es reicht, eine Straße vorzugehen, dann kann man schon was sehen wenigstens. Okay. Dann haben wir jetzt eine Firebug, eine Cricket. Wir haben eine Firebug. Und wir haben eine Frontman. Also Frontman Drag, Cricket und zwei Firebug.
mittig. Rechts Außenhalle. Bin raus. Oli, die Cricket bitte. Jetzt bin ich auch. Die Mandrake ist noch hier. Speed Mandrake. Ach, da war noch der Mili. Wir haben jetzt bessere Seite, jetzt könnt ihr auf jeden Fall besser arbeiten. Ja, aber die werden ja nicht kommen. Mal gucken. Was getroffen für 1000? Oh, sehr gut, die wollen kommen. Ich schätze, links außen wird die Cricket sein. Borrelwurst ist raus. Ein Midi ist weg. Links. Links 2000. Ein Record bekommen. Cricket nimmt mich raus, bin raus. Saloma, guck du links, ich guck rechts. Ist nur noch Cricket, rechts. Holly, komm was zurück. Damit die um die Ecke kommen. Sehr schön. Ich pocke zwar von der anderen Position hier, ich mache trotzdem wieder linke Flanke und rechts mittig. Zeile, guckst du links, ich guck rechts. Okay. Aber ich stelle mich neben dich direkt. Ja. Dann muss Sunny nur eine Seite pocken. Oder eine Fläche. Mili links außen und Mili Halle. Links außen kommt einer durch. An mir dran. Cricket habe ich getroffen. Noch zwei. Ich bin leer. Ventrack raus. Ist nur noch der im Kanal. Er muss kommen. Psylo, ich mach den im Cap. Der im Kanal. Sehr geil. Sehr schön. Würdet ihr theoretisch die rechte Flanke auf dieser Position komplett alleine halten können, ohne Pucks? Schwer. Wenn du einmal daneben ballerst, dauert das so lange, bis du nachlädst. Okay. Was heißt halten? Kommt drauf an, gegen wen. Wenn da zwei Dogs durchkommen, dann kommen die durch.
Gegen Hover, ja. Ja, mir geht es jetzt bloß ums Vorpoken, also dann muss ich beide Flanken abdecken. Gegen Milis musst du uns porken eigentlich. Die gehen so oder so auf uns. Das Vorporken ist dafür da, dass die aus der Club kommen. Eine Flut, Hybrid, eine Score und eine Pulsar. Flut, Scorp, Pulsar und ein Hybrid. Stehe wieder hinten. Vorne links ist die Scorp. Hybrid links außen. Ich komme zum Schiff. Komm zu dir, Oli. Hybrid startet. Hybrid raus. Wir haben keinen Doppler mehr. Im Schiff ist die Pulsar. Rechts außen. Die Scorp macht mich rechts. Ich komme. Okay, Flut ist raus. Bin blank. Ich auch. Ja, bin blank. Ich hab schon eine Waffe weniger. Ich bin blank. Schade. Also Ziele hat er. Nee, nee. Alles nicht gegen drei.
Schade, den Longrange-Schwert habt ihr verloren. Mal überlegen, was könnte man da besser machen von der Positionierung? Bisschen ja. Hinter die Schiffswracks. In der ersten Runde war das Problem, dass der Doppler direkt schon weg war. Ja, ich habe erst von der Flut eingefressen und dann kam der Hybride. Ohne den Doppler bist du blind. Da kannst du ja sonst wohin schießen. Am besten bräuchten wir noch einen zweiten Doppler. Nein, niemals. Hybrid, Firebug. Hybrid. Und eine Cricket. Sehr geil. Also zwei Hybride, ein Firebug und eine Cricket, die müssen kommen. Wir haben keine Aufklärer. Ich habe den noch hinten gesehen. Tausend auf irgendwas? Kommt was durch? Ja. Hybrid hat mich gemacht. Ja, an mir. Ja, Doppler ist weg. Warte, ich komme zu dir hoch. Wir sehen nichts. Einer ist im Cap. Kriegt. Einer ist auf mir. Einer ist auf mir. Ich bin blind, ne? Ja, ich weiß. Wir hatten sicherlich abhauen. Ich gehe mal hoch auf den Hügel. Ja, Cricket ist schon ganz weit hinten. Mili sehe ich keinen. Komm mal mit Vorbrücke, bitte. Ich gehe hier oben auf den Berg. Sag mir Treffer an. Die Raketen kamen gerade von ganz hinten aus der Ecke. Ja, die sind ganz, ganz hinten. Über Brücke. Cricket ist unten bei der Brücke. Komm mal. Mili ist an mir. Bin blank. Die zwei Milis sind noch fit.
Das ist so. Plus wird hinten einer. Oh, ich liege auf dem Dach. Ich komme. Okay. Die bleiben komplett hinten. Wir müssen jetzt Damage machen. 2000, ganz links der. Der zum Cap fährt, der 2000 bekommen. Uli, einer fehlt. Oculus hat nichts. Im Cap nochmal 1000. Links unten, Ende. Die haben schon bekommen. Die haben schon gut bekommen. Ja, Treffer im Wasser 1000. Die kriegen weiter. Nochmal 3000. 2000. Ich glaube, die sind raus. Ich komplett zurück. Zieh ich komplett zurück. Ich muss mich übers Wasser zurückziehen. Minis engagen. Ich komme über Short wieder hoch. Vorsicht, Tolly, vor dir zwei. Unten im Wasser noch einer. Na, kommt hoch. Bin blank. Da hinten komme ich nicht hin. Der ist raus. Bin gleich weg. Die Cricket auf der Brücke. Ist nur noch die Cricket. Haben nur noch eine Waffe. Cricket könnte kein Radar haben. Cricket ist unten im Wasser. Sunny ist dran. Ja, aber ich bin raus. Ich habe keine Waffen mehr. Ist oben auf der Brücke, an der Brücke. Eine Minute. Wir sind im Vorteil. Scheiße. Na, ich war auch schon angeschlagen.
Eine Front-Mandrake. Eine Pulsar. Eine Pulsar. Und eine Pulsar. Also zwei Pulsars, eine Pork und eine Front. Frontmandrake rechts außen. Hab 500 getroffen. Nochmal getroffen. Frontmandrake rechts außen. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Mandrake steht links. Ich habe eine Waffe verloren. Mandrake hat schon kassiert, aber noch nicht genug. Pulsar 4000. Und was? Mandrake hat noch eine. Ich bin Türmchen. Mandrake hat noch eine. Mandrake raus, sehr schön. Boom. Rechts außen 2. Rechts außen 3, mittig an. Mittig rechts, Frontmandrake. Eine Banane. Was ist das? Weiß nicht, sieht aber nach Hover aus. Ist der Pork, fange ich ab. Ist cloaked vorne rum. Brandek hat mich erwischt. Mein Rack 2000. Mandrake hat mich auch erwischt. Wo ist die Mandrake? Radar rechts. Mandrake hat mich. Eine Pulsar raus. Mandrake raus. Pusa hat nochmal bekommen, aber ich bin jetzt auch Türmchen. Pork nimmt mich raus. Pork ist noch aktiv. Genauso Pusa. Blank. Ja, die Pusa ist noch aktiv.
finde die Seite auch besser. Olivia brauchen Aufklärung. Rechts außen zwei, einer im Klo. Hat bekommen rechts. Schreckmann Track links außen. Pork ist hier vorne. Bin gekappkant. Bin frei. Pork ist raus. Ziemlich low. Mandrake links. Oh, ich bin leer. Eine Teil von Krebel stark, die andere ist noch aktiv. Mandrake kriegt links. Mandrake kriegt weiter. Henrik schaut zu euch rechts. Manrek 2000. Hat nochmal bekommen, 1000, ist raus. Hui. Yay, ich krieg Sprit. Was? Ich hab Benzin bekommen. Red mir nicht drüber. Da bist du echt nicht drüber. So, wir haben eine Drake und Shield. Wir haben eine Drake. Wir haben eine Score. Und wir haben eine Mandrake. Hate. Ja, Hate. What the fuck? Echt jetzt? Ist nicht dein Ernst. Ich bin in der Garage. Na komm, dann lass uns Punkte geben und nächstes. Ach so, stimmt. Nee, oder? Alter, doch nicht gegen Hate. Hättest du jetzt gern gewonnen. Oh, aber sowas von. Och nö. Alter, hätten wir die weggemacht, ne? Und das hätte ich auf Stream gehabt. Ach, schade. So, dann würde ich sagen, auch erstmal kurz Pause, wa? Mhm. Wir machen aber auch ganz schön viele Pausen. Ach ja, kurz es ist aber auch anstrengend. So, bin gleich wieder da. Kann er doch über Stream? Ja, stimmt ja.
Stimmt, du hast ja Streamer. Ja, aber in manchen Situationen müssen wir einfach Druck aufbauen. Wenn die zwei Front-Matrix sehen, dann bleiben die einfach hinten. Aber extrem hinten. Und auch gerade da. So, wieder da. Ach, das ärgert mich jetzt gegen Hate. Ja, es ist, wie gesagt, also ich bin auch der Meinung, wir haben das stärkere Setup als die. Alter, hätten sie die weggemacht. Ja, ist noch ein bisschen Wunschdenken, aber ich meine... Es wäre eine geile Aktion. Ja. Die sind bei 840 Punkte. Gegen Mute und gegen die anderen haben wir auch schon zweimal verloren jetzt. Die gewinnen auch mit schlechterem Setup. Ja... Das ist aber auch nicht das Ding. Die spielen das ja auch schon öfter. Für uns ist dieses Setup komplett neu. Wir haben echt zu kämpfen mit der Positionierung, mit den taktischen Aspekten. Also das ist... Da müssen wir erstmal uns generell sowieso Taktiken, die effizient sind, erstmal anleiten. Das braucht Zeit. Viel Übung. Zum Beispiel bei Twitch, wenn wir halt eben die Konstellation haben mit Lagerfeuer, dann ist es auch nicht ganz wichtig, wie wir das am effizientesten gegen Midi-Team zum Beispiel. Hauptsache ich krieg meinen Sprit.
Ja, alles klar. Olli, bist du da? Schon ein bisschen unprofessionell, ein Spritfass da hinten. Ja, das guckt halt hinten raus als Antenne. Wenn es ab ist, ist es ab. Macht aber keinen Schaden. Aber wir hatten jetzt so viele Gefechte, wo ich nicht einen Kratzer hatte. Und ja. Ich meine, wenn Mili dran ist, ist er dran, ne? Ja, aber wenn es einen Ticken tiefer setzt, dann hat der Mili wenigstens was davon. Das ist, ja, das ist ein bisschen problematisch, weil das Ding ja schräg steht. Und genau, du kommst gar nicht so tief. Ja. Richtig, und zu nah will es nicht machen, wenn es platzt. Na, dann lass es weg. Ganz ehrlich. Ja, aber ich habe noch Bauteile über. Du willst mir echt erzählen, du könntest das Gewicht nicht sinnvoller verwenden. Ja, 30, 40 Strukturpunkte mehr. Ah, ist ja dein Ding. Wie gesagt, die Port kann noch optimiert werden. Der Zusatzhammer ist noch so eine Sache, wo ich da überlegen will, also wo wir mal schauen müssen, welches Waffensystem vielleicht doch besser geeignet wäre. Es muss auf jeden Fall ein 12er sein. Oh, Sunny. Was denn? Gerade extrem laut im Hintergrund. Entschuldigung. Ja, müssen wir schauen, dass ich vielleicht ein Omnibox Typhoon habe, aber dann kann ich auch beide Zusatzsysteme mitnehmen. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Was der Dings vorgeschlagen hatte, war eventuell Locust. Ich weiß aber nicht, ob du damit umgehen könntest. Aber ich kenne dich eigentlich. Weißt du, wie du mich schädest? Locust kann ich umgehen. Das Problem ist bloß, ich muss mir Locust kaufen. Das sind halt auch wieder Coins. Allein Typhoon ist auch schön stabil und genug Energie über. Pulsar, Score, Cricket. Und eine Flut. Rechts aus. Was getroffen? Für 200. Pulsar rechts aus dem Clock. Geht Banane. Okay, Scorp ist raus. Drauf. Cricket 2000. Cricket hat mich rausgenommen. Sorry, fuck. Nein.
Den hätte ich gehabt. Das Radar weg. Ne, ich kann nicht mehr vor mir ballern. Bin raus. Was ist gerade eben passiert? Die wartet noch voll. Also einer von euch war auf jeden Fall intakt. Ja, ich hatte ihn auch in Psylo ist mir vor die Karre gelaufen. Hab geschossen und hab mich dabei selber explodiert. Das ist mir auch vorbei passiert. Das Verifying war jetzt auch nicht gut. Jetzt gerade zum Schluss. Den letzten Stücken sollen. Ja, das war ein bisschen useless. Links außen einer und noch ein. Rechts außen einer. Hab eine weniger. Vorsicht, rechts außen Banane cloaked. Scheiße, das war dumm. Bin raus. Leer. Flut kriegt. Scheiße, die Scorp ist noch aktiv. Bin raus. Schade, schade. Ich muss definitiv einen Teil von Hover bauen. Das ist too much, auch für mich. Verifier, Cloak plus halt die Assembler. Score. Score. Flut. Und Typhon. Zwei Scores, eine Typhon, eine Flut. Wir müssen unsere Mantrax indirekt arbeiten lassen. Richtung A einer. Rechts oben zwei. A zwei. A Club.
Waffe weniger. Oli, zieh dich zurück. Was ist Oli? Ich werde an dir vorbei. Dem Keck, Cap kriegen. Im Cap 3000. Wir müssen rein da. Ich gehe rein, aber ich werde schnell raus sein. Ich werde ganz schnell raus sein. Ja. Dem Cap kriegen weiter. Cappen sie durch. Richtung Cap 3, 2, im Cap 2. Einer cloaked. Radar ist weg. Oder? Radar ist da. Nee, Radar ist da. Die Scorp macht mich. Habe eine weniger. Ich drücke rein. Mal ganz kurz 10 Minuten Pause machen. Okay. Ist das so schwer, das Cap zuzuflaschen? Also das klingt jetzt vorwurfsvoll, so ist es nicht gemeint. Es ist wirklich eine Frage, weil ich spiele selber keine Mandrake. Geht nicht. Geht nicht? Warum? Nee. Durch den Tunnel kann man nicht richtig schießen und drüber geht auch nicht, weil da überall Berge sind. Wenn du oben geht nur, wenn man Map Control hat. Man könnte ins Wasser hüpfen, man braucht aber auch jemanden, der die rechte Seite dann abdeckt und nicht, dass da irgendein Skorpion rumhüpft.
Genau das Problem war das ja gerade. Wir waren oben, haben ins Cap geschossen und da war die Scorp und hat uns ganz in Ruhe die Waffen abgebastelt. Ich könnte nicht über den Berg schießen mit den Mandrax. Ganz bedingt. Und wenn du drüber kommst, weißt du auch nicht, wo du hinschießt, weil du hast ja überhaupt gar keinen Punkt, wo du dich orientieren kannst. Ja, das ist ja nicht das Problem. Ne? Das können wir ja im eigenen Gefecht, wenn ihr das mal wollt, können wir das austesten, dass ihr so langsam eure Schussposition findet. Weil ich habe volles Palett damit gerechnet, dass ihr einfach nur indirekt über den... Also das klingt jetzt gemein, einfach. Also natürlich ist das schwer, aber... dass ihr halt über den Berg drüber ballert und den das Captain so richtig schwer macht und dabei schon 1 bis 2 Pilze rausnimmt, bevor wir reingehen. Es ist wirklich keine gute Mandrake-Map, auch wenn die so aussieht. Ja, für Map-Control könnte man 2 Leute ins Wasser schicken, ne? Eine Mandrake und noch irgendjemand. Das wäre mal ein sinnvoller Ansatz, denke ich. Ja gut, aber das Problem ist, du musst erstmal zum Wasser kommen. Da kriegst du ja dann auch wieder Fokus. Ja, das geht nicht mit Assemblern im Team auch. Da braucht man dann wieder Typhoon oder Locust, irgendwas Stabiles. Ja, aber die Typhoon wird es alleine auch nicht reisen. Schwierig, sehr schwierig, aber eine Assembler vorschicken zum Tanken, das kannst du ja glatt vergessen. Das kannst du wirklich vergessen. Ja, ist halt eine Ausnahme-Map. Können wir gucken, dass wir was besser machen müssen. Ist aber auch nicht wirklich einfach.
Geil, in 3 Leveln kriege ich das Mini-Vent-Panda. Das ist sehr, sehr nice. Das ist quasi das bessere bespannte Dach. Ich gehe nochmal fix eine rauf.
So, wie sieht's aus? Ja, können starten. Machst du noch bereit? Ich check alles durch, hier passt. So, wir haben Momente. Wir haben eine Power. Wir haben eine Pulsar. Und noch eine Pulsar. Also Mandrake, Pork und zwei. Und die gute Seite, jawohl. Sorry. Im Cap ist die Mandrake auf jeden Fall. Ja. Vorkommt Tunnel. Quatsch, hier Pulsar kommt Tunnel. Mandrake kriegt im Cap. Hat auch durch mich schon viel. Einer klopft. Pulsar 3000 ist raus. Pork bei mir. Rick hat mich erwischt. Ich bin normaler Mandrake. Ich krieg die Pork nicht klein. Ich bin Türmchen. Wird von hinten von Pulsar beschossen. Beine verloren. Banane Clock. Mandrake kriegt. Ich bin ziemlich low, ich sterbe jetzt auch. Boah, krebelt, aber Schreckmann Drake ist noch gut dabei. Links kommt ein Hover. Das war's, sprengen. Nächste Runde bitte.
dann den nächsten Mal nicht direkt so rein. Du warst in drei Gegnern drin. Das war die Port, die an der Schreckmann Drake war. Ja, aber du warst von drei Gegnern umsingelt. Ja. Vorkammer kommt hier hoch. Ist hier eine Rampe. Schreckmann Dreck ist unten. Gleich muss. Habe eine weniger. Bin blank. Bin raus. Checkpoint Tag in A. Burg in A. Komm ins Tunnel. Da müssen wir uns einfach lassen, auf der Map. Ja, die haben für Map Control gespielt. Mandrake unten ins Wasser. Da wir jetzt eine Typhoon dabei haben, hätten wir das auch machen können. Die dürfen halt nicht so statisch spielen, das ist das Problem. Auch wenn wir Mandrakes haben. Doch, natürlich. Es geht nur auf der Map nicht. Sobald wir eine gute Position haben, können wir sie statisch spielen, wie so. Ja, du sagst halt auf der Map halt, da ist halt, wenn wir da hinten uns verschanzen und dann gerade eine Mandrake und eine Pork im Gegner-Team haben, plus dann noch zwei Long-Range, aber die machen euch blank. Was ich nicht ganz verstehen kann, weil wir indirekt wirken können. Wir haben einen Scorp, wir haben eine Firebug, wir haben noch einen Scorp und wir haben ein Hybrid. Also zwei Scorps, ein Hybrid, eine. Wir machen das heute wie am Anfang des CWs, also auch wieder hinten indirekt wirken, beziehungsweise direkt, je nachdem, wie weit die vor.
Ein Mühle kommt hier angefahren. Vorsicht, der Cloaked. Werden jetzt wahrscheinlich droppen. Ja. Die droppt. Blank. Vorsicht links, die Scorp. Millie, bin, hab noch eine. Geh auf die Havas weg. Bin raus. Krieg mal. Rechts außen 2. Die bleiben hinten. Einer im Club. Alle da. Ich geh mal ärgern. Komm mit vor. Jo. Vorsicht, Milis fahren links an. Mili 700. Mili bei mir. Okay, der Mili ist raus. Scorp rechts oben. Warte, Specki, ich muss an dir vorbei. Mili auf mir. Bin da. Okay, Mili ist noch raus. Ja, die Scorps machen mich. Wir sind im Vorteil. Nur noch ein Schuss. Und raus.
Ja, dann haben wir keine Wahl. Holly, wie sieht's mit deiner Glock aus? Ist noch nicht ready. Haben wir eine? Ich gehe jetzt über deinen Cap. Ich drück von hinten rein. Ich komme mit. Da kommt mir einer, Vorsicht. Der ist raus. Nur noch die Smog. Überleben. Ah, scheiße. Schade, schade. So, wir haben eine Feuerback. War aber ein bisschen was zur Erholung. Eine Feuerback. Noch eine Feuerback. Und wir haben noch eine Feuerback. Die haben fast alle die Firebugs gefused, ne? Ja, macht Sinn. Bis auf einer. Ja, auch schon seit Ewigkeiten. Das ist bloß ein Zweier-Relikt-System. Getroffen. Komm oben rum. Wieder was getroffen. Einer Kapp, Holly geht nerven. Wir werden jetzt aber engagen, die kommen jetzt zu mir. Ja. Ja, ja, ja. Die kommen von oben. Weiß? Fake sprengt sich. Das ist doch geil. So wie früher. Frontbandrack, eine Typhon, eine Frontbandrack und eine Fireback. Fast Mirror Match. Hm.
Hat einen Mandrake getroffen. Lili startet rechts, ist ziemlich zurück. Nochmal Mandrake für 1000. Lili startet wieder, Vorsicht. Zieh durch, ich komme links rüber. Mandrake nochmal 500. Vorsicht, Hammer drückt rein. Mandrake kommt zu mir. Ich habe nur noch eine. Mili bei mir. Eine Mandrake raus. Mili raus. Hava ist jetzt bei mir. Der kriegt. Ich brenne. Der krippelt. Bin raus. Aber hat noch mal bekommen. Hat noch eine. Ist an mir vorbei. Hava raus. Was haben wir noch? Mandrake. Von zwei Seiten. Ich geh links lang. Treffer. Okay, ich komm von der linken Seite. Ich geh rein. Links außen ist Hover. Ebenfalls von Mili. Und nur schreibt mein Drake mittig links. Mili fehlt. Beide schreibt mein Drake. Mandrake hat mich voll erwischt. Habt ihr Mandrake erwischt? Mili kommt jetzt. Geht auf Psylo. Hab rechts den Hover erwischt. Eine Mantrack ist raus. Die Typhoon bei mir. Ich kann nichts machen, ich bin Türmchen. Eine Mantrack hat nur noch eine Mantrack. Typhoon macht mich hier. Ich kann dir nicht mehr helfen. Der Mili ist jetzt schon wieder.
Einen Schreckmann-Track rechts außen, Medium Clock. Schreckmann nach rechts. Medium Clock. Bin raus. Ich weiß nicht, wo der Medi ist. Links neben dir. Okay. Schreck nur Jack. Kann doch. Medi fehlt wieder. Ich bin weg. Habt ihr euch zusammengeballert oder was war jetzt das Problem? Ich habe dreimal eine Mandrake abbekommen, dann war vorbei. Oh, wir haben eine Firebug. Wir haben eine Firebug. Wir haben eine Cricket. Und wir haben eine Firebug. Also wir haben quasi drei Firebugs und eine. Ich mach wieder rechte Seite. Jo. Einer ist links durch, Vorsicht. Ein mit dran. Ist raus. Cricket. Cricket noch. Sehr schön. Schön, und jetzt haben wir die schönere Seite. Der eine hat 0 Punkte. Das war der erste. Ja. Ich mach rechts. Schon was getroffen? Noch was getroffen? Einer links durch, ist aber so gut wie fast raus. Rechts noch einer. Links ist raus, sehr schön. Bin blank. Nur noch die Cricket. Cricket ist raus. Sehr schön. Stell dir mal vor, ich habe noch eine Nachladungsbox drauf. Das ist ärgerlich. Nochmal 10% mehr abdecken.
wo ich sagen muss, den Explosionsradius von Gahabi, den vermisse ich schon ein wenig. Also ich brauche mehr Porks, um den gleichen Schaden zu machen. So, wir haben eine Frontbandblick. Wir haben eine Pork. Eine Pusa. Und noch eine Pusa. $1,500 auf irgendwas. $2,000 auf jemanden, $3,000. Die Pork steht auf dem High Ground. Okay. Die ist jetzt Cloak. Springt mittig. Pulsar schon raus. Borg 2003. Quatsch, die Frontman 2003. Hat auch ein 2000 von mir. 1000 von mir. Pork auf mir. Pulsar nochmal 1000. Oh, die Pork macht. rechts. Mandrake. Brennt. Mandrake raus. Großes da vorne können Kapkan sein. Hinter uns. Alles gut. Das ist nur noch die Pork. Works in unserer Mitte. Der stimmt schon, den mache ich. Pork ist raus. Einer rechts, zwei links, einer fehlt. $800 auf eine Pulse.
2000 Mandrake. Mandrake hat, glaube ich, eine verloren. Mandrake nochmal 1000. Fork hat nochmal bekommen. Mandrake nochmal 1000. Bin jetzt normale Mandrake. Pushen runter rechts. Sind zwar raus, aber die Pork auch. Sunny ist drin. Pork ist auch raus. Hol die rechts kriegen. 2000. Pulsar pusht mich. Rastlock. Noch einer. Pusa brennt, Holy hängt da unten. Puff. Sehr schön. Puff, die Zauberfee. Die Bildkomponenten sind geil. Das Bild selber ist scheiße. Ich muss nur was Besseres bauen. Als sie schon Space Armor mäßig aufbaut, aber da fehlt noch einfach irgendwas. So, wir haben der Helios. Wir haben das Score. Wir haben ein Wedge Auto. Und wir haben eine Fire. Die Score darf mich nicht zusammenballern. Genauso die Helios, die sind das große Problem für mich. Zielen nicht so weit vor, die engagen hart. Ein Mini links außen. Ratcher bei mir. Bin blank. Mini ist raus, Ratcher. Okay, Ratcher gehe ich. Ratcher raus. Helios liegt. Deswegen bin drauf. Scope kriegt auch. Helios raus. Engage weit. Okay, ich halte mich wieder zurück. Ich gehe rechts rum. Ist bei mir. Hat nochmal bekommen. Ich kann mich kaum bewegen, ich kann nicht nachkommen. Ja, das haben wir. Alles gut. Nice.
Kriegen wir das hin mit Lagerfeuer hier? Wir haben zwei Minis, die kommen sowieso hart. Dann aber im Cap, wo ein bisschen Schutz ist, ne? Ja. Ist die Pork. Links außen, komm, Mini. Ja. Ein Mini drin. Bin blank, raus. Das war scheiße. Retro blank. Insanity blank. Das war meine Schuld. Ich habe Sunny einen Deadshot gegeben und dadurch konnte ich Scorpion Hit setzen. Das ist gut passiert. Die Scorp hat einen DC. Und da hinten, die haben 3000 gefressen. Da kommt die Retro. Rechts außen. Retro 2000. Fireback. Kommt zu mir. Straße ist raus. Helios hat bekommen. Ich hab Fokus, macht was. Ganz kurze Pause. Okay, 3 Minuten. Auch schon wieder da. Ich glaube, kann ich jetzt rauchen. So, ich musste kurz die Tür aufmachen. Dann sag das doch. Ja, aber ich kann nicht schlecht während des Zivilgefechts kurz zur Tür rennen und die Tür auf. Nein, aber dann kurz Tür aufmachen. Jetzt ist Tani rauchen. Okay. Also ich muss auf jeden Fall ein besseres Bild bauen mit der Typhoon. Die Typhoon ist auf jeden Fall besser als die Assembler. Keine Frage. Das ist auf jeden Fall... Nice, aber die Frage ist halt, ob man eventuell eher auf eine Melee-Komponente... Da müssten wir mal schauen.